So, also man kann jetzt hier wieder kündigen. Also ich gehe nochmal zurück hier in diesen Börsenbrief, wenn man hier dann hier draufklickt. Hier unten Abos kündigen. Und hier weiß man erstmal nicht, wo man kündigen kann. Ja, ist ganz interessant gemacht von Elopage. Das Ganze läuft ja quasi über Elopage. So ein Anbieter, Zahlungsanbieter aus Berlin da irgendwo. Und dann muss man hier auf Zahlungseinstellungen bearbeiten gehen. Ja. Und dann erst komme ich hierher. Das muss man natürlich wissen. Ja, war gar nicht so einfach. Und hier Zahlungsstatus aktiv. Und hier kann ich dann quasi kündigen. Ja, hier kann ich im Voraus bezahlen oder was weiß ich alles noch, der Kuckuck irgendwas machen. Wenn ich jetzt hier kündigen mache, dann bitte kündige Vorgang. Dann kann dieser Vorgang den Zugang zum Produkt sperren. Ja, brauchen wir nicht mehr. Hab nur Verluste gemacht. Ne? Also die paar Trades, die ich umgesetzt habe, bin ich jetzt mittlerweile, glaube ich, an die 2000 Dollar im Minus. Also brauchen wir nicht. Kündigen, ja, weg damit. Ne? Wurde erfolgreich gekündigt. Also Elopage ist dann schon so, dass es das alles funktioniert. Das heißt, von diesem ganzen Zahlungs- und so weiter Gedöns, das läuft ja nicht über den Anbieter selber, in dem Fall dieser Florian Homm, Long Short, KS Media, irgendwo da in der Schweiz oder was weiß ich wo, Zypern, sondern hier gleich die Bestellung wurde abgebrochen. Warte. Okay. Jetzt habe ich hier die Antwort bekommen. Ach, liebe Leute, was ist jetzt wieder? Ja, okay, ist klar, ist gut. Das ist wieder, jetzt ärgert mich gerade der Thunderbird. Also hier, die Bestellung vom 25.01. wurde abgebrochen. Also ich nehme mal an, dass die mit wurde abgebrochen bedeutet, wurde gekündigt. Na, hoffe ich mal stark. Weitere Details, Verwaltung. Ja, dann kommst du wieder auf die gleiche Seite, die jetzt hier auch wieder ist. Ne? Also passt soweit. Ja, sollte es eigentlich keine Abbuchungen mehr geben hier von dieser Seite hier.